Gute Nachrichten. Heute am 1. Juli 2024 geht endlich die Rentenerhöhung los. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie alle haben ja schon seit Monaten auf die höhere Rente gewartet. Die ersten Rentenanpassungsbescheide für diejenigen, die zum Beispiel vorschüssig ihre Rente bekommen, sind ja auch schon da. Die Rentenerhöhung startet. Sie ist heute am 1. Juli 2024 endlich in Kraft getreten. Der Bundesrat hat ja der Rentenerhöhung zugestimmt. Und nun geht es sozusagen los. Und rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten die höhere Rente jetzt endlich auch dann bald ausgezahlt. Am 31. Juli 2024 ist dann der Rentenzahltag für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente nachschüssig bekommen. Das heißt also für den laufenden Monat Juli, die bekommen dann die höhere Rente erstmals am 31.07.2024 ausgezahlt. Also ich meine, meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich für Sie. Alle Altersrentner, alle gesetzlichen EM-Rentner, alle gesetzlichen Rentenempfänger einer Rente wegen Todes, Witwenrenten, Waisenrenten, alle Empfängerinnen und Empfänger einer gesetzlichen Unfallrente bekommen die Rentenerhöhung mit den entsprechenden Rentenanpassungsbescheiden. Einfach mal hinlegen, den alten Betrag sich mal angucken, den Monatsbruttobetrag angucken, bitte nicht den Auszahlbetrag, den Monatsbruttobetrag angucken am 30.06. und dann den Monatsbruttobetrag angucken am 1.07. Da dazwischen müssen genau 4,57% liegen. Wenn diese Zahl stimmt, dann wurde die Rentenerhöhung zu Ihren Gunsten selbstverständlich richtig umgesetzt. Näheres zu diesem Thema hören Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.